Kerzen, Susanne, der dritte Advent. Bist du schon angekommen? So langsam, würde ich sagen. Ja. Ich auch. Zumindest immer wieder. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich auch in dieser Zeit des Advents, in der ich mir vorgenommen hatte, mich zurückzuziehen und in mich hineinzuspüren, dass ich so sehr im Kopf bin. Ist halt jedes Jahr das Gleiche mit den Weihnachtsvorbereitungen, die machen sich ja nicht von selbst. Geht's dir auch so? Mhm. Da sagt sie nicht mehr dazu. Also, ich finde, wirklich im Herzen zu sein, das ist so ein Anspruch, den ich an mich habe und ganz besonders jedes Jahr wieder im Advent habe, das ist gar nicht so einfach. Immer da zu sein, immer präsent zu sein. Und ich habe mich ganz oft in letzter Zeit daran erinnert, dass ich vor einiger Zeit mal ein Interview gelesen habe, das der amerikanische Meditationslehrer Jack Kornfield gegeben hat. Und der wurde gefragt, Herr Kornfield, gibt es irgendeine Methode, irgendeinen Trick, der uns garantieren kann, dass wir sofort, wenn wir irgendwo ganz woanders sind, zurückkommen ins Herz und in diese Herzöffnung, die wir uns ja so oft wünschen. Und er hat gesagt, ja, das ist ganz, ganz einfach. Öffne dein Herz, indem du dir vorstellst, du siehst vor deinem inneren Auge ein ganz geliebtes Wesen. Jemanden, dem du wirklich in tiefer Liebe verbunden bist oder warst. Und halte diese Vorstellung für eine Minute vor deinem inneren Auge und dann spür mal hin, was das mit deinem Herzen macht. Und ganz erstaunlich, es funktioniert wirklich. Und das würden wir gerne mit euch ausprobieren. Schon passiert. Schon passiert. Schon passiert. Ja. Okay. Mein lieber Freund, lass mir dir sagen, wie ich fühle. Du hast mir so einen Schatz geschenkt. Ich liebe dich sehr. Es gibt noch einen kleinen Trick, wie man im Herzen ankommen kann und sogar, wenn wir es gemeinsam singen, ihr kennt das, in eine gemeinsame Herzschwingung kommen. Man kann das sogar messen. 15 Minuten Sri Ram, Jai Ram und unsere Herzen schlagen im selben Takt. Ist das nicht wunderbar?
Sridam Jairam Jayjayram Om bedeutet Sieg für die Macht der Liebe, die Gott ist. Und wir singen ein Rama-Mantra. Ich lade euch ein, mitzusingen. Rama ist eine inkarnierte Gestalt, eine inkarnierte Lichtgestalt, so wie bei uns Jesus Christus. Sridam Jairam Jayjayram Sridam Jairam Jayjayram Sridam Jairam Jayjayram Sridam Ich lade dich ein zu einer Herzmeditation. Suche dir einen Platz, an dem du bequem sitzen kannst. Und schließe die Augen, lass ein tiefes Aufatmen kommen und ausatmend lasse dich nach innen sinken. Verbinde dich mit deinem Atem. Und stelle dir vor, dass du im Herzen ein- und ausatmen kannst. Spüre in deinen Herzraum hinein und mit Hilfe deiner Vorstellungskraft visualisiere in deinem Herzen ein Wesen, dem du in Liebe zugetan bist. Das erste Wesen, das dir einfällt, ist genau das Richtige. Bleibe bei dieser Vorstellung. Stelle dir das geliebte Wesen in allen Einzelheiten vor und beobachte dabei, ob du eine Veränderung in deinem Herzraum spüren kannst. Vielleicht fühlt sich dein Herzraum weiter an, heller oder leichter. Lasse es dir weit werden ums Herz. Dann erlaube dem Bild dieses geliebten Wesens allmählich zu verblassen und rufe dir andere Menschen in deinen Herzraum. Menschen, denen du in Liebe verbunden bist.
Menschen, die, wenn du an sie denkst, dein Herz weit werden lassen. Schaue einfach zu, wer da jetzt auftaucht. Vielleicht staunst du über die Reihe der Menschen, die in deinem Herzen auftauchen. Vielleicht denkst du an Menschen, die du lange nicht gesehen hast oder die gar nicht mehr auf dieser Erde weilen. Vielleicht könntest du diese Herzmeditation immer so weiterführen und es würde immer noch irgendjemand auftauchen, vielleicht zu deiner Überraschung. Nun lasse diese inneren Bilder langsam verblassen und schließe dich selbst in dein Herz. Stelle dir vor, dass du dich in dein Herz nehmen und darin wiegen kannst. Dich selbst in dein Herz nehmen und annehmen, so wie du bist, mit all deinen Licht- und Schattenseiten. Spüre, wie dein Herz weit bleibt, wie du in dir selbst, in deinem Herzraum, Geborgenheit finden kannst. Und während du weiter dich selbst in deinem Herzen hältst, hebe langsam deine Hände und lege deine Handflächen über dem Herzen zusammen, neige das Kinn. Und schließe dich selbst noch einmal ganz innig in dein Herz. Und halte dich dort, wenn du jetzt langsam deine Hände auf deine Knie sinken lässt und mit einer tiefen Einatmung deine Augen wieder öffnest. Öffne dein Herz für
Herz an Herz.
Liebe, du wohnst in mir, Himmel ist jetzt und hier.